Silas und Siladies, ich habe für euch den Podcast Grumm vom Drinksyndikat. Vormals bekannt als N. Kröger Podcast Grumm. Denn der gute Nikolas hat auch da wieder seine Finger im Spiel. Und wie er es auch schon mit dem Wagemut PX Cask gemacht hat, wird dieser Rum hier auch noch in feuchten Fässern gereift. Ich will dem Ganzen gar nicht vorgreifen. Also, bei diesem Rum hier handelt es sich um einen Blend von Rums aus Panama. Zwischen 8 bis 18 Jahre sind da drin, die dann, naja, wie gesagt, auf den richtigen Geschmack zusammengeblendet wurden. Wie wir das schon vom Wagemut PX Cask kennen, wird dieser Rum hier in Eichenfässer gefüllt, in denen vorher Tawny Portwein drin war. Das geschieht auch relativ schnell. Das heißt, der Portwein wird aus dem Fass entleert und dann kommt auch gleich der panamaische Rum mit da rein. Also, das Fass ist noch nicht ganz trocken, deswegen kriegt dieser Rum auch so eine schöne Farbe und dann auch noch eine ganze Menge von dem Tawny Portwein Geschmack mit. Apropos Farbe, mein Gott, ich muss den ja einschenken. Aber ihr seht ja hier schon ein bisschen von der Farbe, das ist so ein Rot. Rotweinrot eigentlich. Hm? Ja, und auch der Wein, den merkt man hier auch schon drin. Im Geruch der ersten Nase vom Korken her. So, und ihr seht schon, das sieht ein wenig rötlich aus. So, schönes, ja, Mahagonirot würde ich sagen. Ach, wie so ein richtig, ja, nicht so dicht wie ein richtiger Wein, aber zumindest rötliche Farbe. Also kannst du erkennen, ich halte es hier mal vor mein, ja, vor mein Hemd. So, ja. Oh, relativ zurückhaltend, aber ja. Oh, fruchtig, tatsächlich. Ah, rote Früchte, so ein bisschen Himbeer, Johannisbeer, so eine Geschichte. Auch rote Trauben, genau, roter. An roten Traubensaft erinnert mich das. Schöne Sache. Tja, nützt ja nichts, Freunde. Mal sehen, ob der Rum genauso schmeckt, wie er riecht. Oh, herrlich. Auch noch so eine sanfte Holznote ist da mit drin. Krass. Prost auf euch. Mmh. Wow, eieiei. Also neben dem kräftig auftretenden Alkohol, 41,2 Volumenprozent hat das gute Stück, sehen wir hier auch schon die, ja, die Tränen so ein bisschen hier runterrinnen. Boah, ölig, wahnsinnig und unnatürlich, wie ihr an meiner Reaktion gemerkt habt, unerwartet ölig. Wow, Junge, da hast du auch gleich einen ganzen Mund voll. So, jetzt weiß meine Zunge ja, da kommt Alkohol, also auf zum zweiten Schluck. Prost. Weinig, süß, aber trotzdem noch so eine herbe Note ist da drin. Aber nicht so herb Kakao, sondern herb. Ja, was soll ich sagen? Als wenn ihr auch so einen Traubenkern beißt, würde ich fast sagen. Also ein bisschen Schmiss ist da drin. Und jetzt merke ich auch so eine leichte scharfe Note, so im Abgang. Mm. Aber der ist wieder, also typisch für diese Nikolas Kröger Rums, der füllt den Mundraum wieder aus. Der greift so richtig Volumen aus dem Mundraum ab. Mm. Und geht sehr schön die Kehle runter, bleibt schön warm im Hals. Ohne zu brennen. Ohne richtig zu brennen. Erster Schluck kommt geschenkt. Aber dann super. Oh, jetzt kommt so im Nachklang so ein bisschen Holzigkeit noch. Oh, die bleibt sehr schön. Du merkst den Wein, so einen leicht säuerlichen Nachklang hat das Ganze. So einen trockenen Nachklang. Und ansonsten Holz, bisschen trocken. Also kein Süßrum, ne, Freunde. Machen wir uns nichts vor. Alles, was da an Süße drin ist, kommt aus dem Fass.
Aber oh ja, hier schon wieder. Tatsächlich. Riecht wie, ja, roter Traubensaft. Also könnte man fast verwechseln. Stößchen. Oh, herrlich. Sehr nah am Wein dran. Also für Leute, die es mögen, super. Und jetzt auch wieder dieser, wow, dieser trockene Abgang. Krass. Also, wenn ihr mal einen speziellen Rum sucht, der ein bisschen trocken ist, nicht so süß, trotzdem nicht den ganz normalen Rumgeschmack hat, den wir eigentlich so kennen und suchen, dann nehmt den hier. Ne? Also, das ist, wie gesagt, Panama-Rum. Das ist jetzt nicht so ein Barbados- oder Jamaika-Fruchtbombe. Das geht in eine andere fruchtige Richtung. Ne? Rote Früchte, rote Beeren, rote dunkle Beeren, also so die Ecke. Das würde ich jedem empfehlen, der mal wirklich ein bisschen was anderes sucht. Also anständig, sehr anständig. Also nicht einfach so süßes Zeug, was einem den Mund zukleistert, wie wir das ab und zu mal haben. Also sehr gefällig. Und dieser Duft nach Traubensaft, also lässt sich nicht viel dran meckern. Wie gesagt, Freunde des Süßrums, Pfoten weg. Freunde von eher trockenen Rums. Da haben wollen. Also glaubt mir, das ist was für euch. Ja, wenn euch diese Verkostung gefallen hat, sagt es mir doch einfach. Schreibt mir einen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch. Solltet ihr noch nicht abonniert haben, Fauxpas, macht das doch gerne. Da unten habe ich für euch einen Knopf hingebaut. Dann drückt den. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Rum. Tschüss!